Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Kommen wir zum dritten Teil, was man macht, um sich für einen Löschangriff optimal vorzubereiten. Da gebe ich ein paar Tipps. Ich rege auch die Diskussion an unten unter Kommentaren. Im letzten Teil haben wir schon mal gesehen, was man so machen kann, wie man Schlauchpaket wickelt, wofür man Schlauchtragekörbe nutzen kann. Und wir wollen jetzt uns mal mit der Packhilfe beschäftigen, um euch das Leben so ein bisschen zu vereinfachen. Okay, los geht's. Ja, die Packhilfe. So sieht sie aus. Ne? Zweiteiliges Teil. Damit kann man auch noch ein bisschen was machen. Zeige ich euch dann. Ja, Packhilfe wofür? Packhilfe natürlich für den Schlauchtragekorb. Das ist ein Schlauchtragekorb, der ehrlich gesagt so nicht so mein Favorit ist, aber ich zeige euch das ganz neutral an jedem Teil. Dieser Standard, wie die meisten ihn wahrscheinlich haben. So. Wie wird man das da verbinden? Und zwar habt ihr ja bei dem Schlauchtragekörben hier so Öffnung. Und da kann man wunderbar dieses Loch hier draufstecken. So, dann ist das schon fest. Es empfiehlt sich aber vorher noch, diese tollen Klettverschlüsse aufzumachen, die man garantiert nicht mit Einsatzhandschuhen im Einsatzfall aufkriegt. Ne? Weil diese Klettbänder, das ist wirklich ein Krampf. Aber da habe ich schon im anderen Video was zugesagt. Okay, das heißt, ich mache den jetzt mal auf. Was jetzt hier ein bisschen nachteilig ist, ist dafür für euch aber besser zu erkennen. Wir fangen ja eigentlich an, wenn wir in Buchten reinlegen, an der Bodenseite natürlich die Buchten zu beginnen. Das heißt, ich müsste jetzt von hier legen und da ran drücken. Ich arbeite ehrlich gesagt lieber hier so ranpacken. Das klappt viel besser. Ne? Das heißt, wenn der hier zur anderen Seite aufgeht, wie in einem anderen Tragekorb, den ich euch nachher zeige, ist das schöner. Aber egal, wir machen das jetzt mit dem nicht so schön. Und ich werde jetzt erstmal einen Schlauch hier einlegen, den wir jetzt hier reinlegen. Normalerweise macht man diese Sachen bestimmt mit zwei, wenn nicht sogar drei Kameraden. Und ich werde euch jetzt zeigen, dass es auch alleine geht. Okay? Mit der Packhilfe. Los geht's. Die Packhilfe braucht die Schläuche einfach gewickelt. Das heißt, ich rolle den doppelten erstmal aus. Zack. Sehe hier diesen Pfeil, der zeigt in diese Richtung. Das heißt, man muss im Uhrzeigersinn drehen. Ich sage gleich, ich habe das noch nie gemacht. Okay? Kein Scherz. Aber ich habe es schon mal in einem Film gesehen, wie das funktioniert. So, dann wickele ich das jetzt auf. Diese Packhilfe kann man auch, wenn man Schläuche wickeln will, dafür gibt es einen Adapter für die Leitern hinten am Löschgruppenfahrzeug. Zum Beispiel diese Leiter, wo man nur aufs Dach rauf geht. Ne? Da kann man was adaptieren. Das zeige ich euch dann nochmal in einem separaten Video, okay? Das bereite ich jetzt so vor. Vorteil ist immer so aufwickeln, dass sich hier die Luft auch rausgeht, ne? Aus den Schläuchen. Das ist also wichtig. Man kann es auch noch ein bisschen spannen. So, fertig. Das heißt, jetzt kann ich... Ja, das ist alleine auch schon so schön eng. Egal. Jetzt kann ich den Schlauch hier wunderbar reinlegen. Und das ist die Arbeit, die der andere Kamerad machen müsste, der dann immer, ich kann das hier mal rausnehmen, der dann immer nebenbei immer Schlauch angeben müsste. Ne? Das entfällt jetzt. Für mich total ungewohnt, weil ich das eigentlich in eine andere Richtung mache, aber es ist jetzt für den Film gar nicht so schlecht, weil damit ihr es besser sehen könnt. Aber ja. Schön ist auch das Ende, muss man nicht irgendwie ausfädeln, sondern es geht einfach weiter. Zack. Also ich den nächsten Schlauch nehmen. So und so weiter und so fort, okay? Machen wir mal ein bisschen Qualm, ein bisschen Zeitraffer. Los geht's.
Also vorgesehen ist so ein Schauchtragekorb auch für drei Zähllängen, also 45 Meter insgesamt, ne? Okay. Wie gesagt, ist jetzt wirklich ohne Witz jetzt mein dritter Schlauch, den ich jetzt anfange damit zu wickeln. Ich habe das vorher noch nie benutzt, auch noch nie angebaut. Spricht also schon mal dafür. Aber es ist, man merkt schon, dass man jetzt ein bisschen mehr Fingerfertigkeit dafür kriegt, dass man sich daran schnell gewöhnt. Ne? Ja, was macht die Drehung? Na, die muss ich wahrscheinlich so. Die war ein bisschen heftig. Okay. Gut, man könnte jetzt natürlich auch, wenn man nicht so alt ist und sich stützen muss mit einer Hand, natürlich mit der anderen auch noch führen. Ne? Kennt mich ja schon. So. Einmal angekuppelt. Und weiter geht's. So, und dadurch, dass bei den anderen, da müsst ihr mal drauf achten, hier dieser Bügel andersrum ist, fällt einem auch das Greifen viel leichter. Ne? Also ich habe die anderen halt so normal gepackt, ohne diesem Ding. Und das war halt viel besser so zu greifen auch. Ne? Viel schöner, wenn man das auch zu zweit gemacht hat. Aber ich finde das jetzt hier so extra ein bisschen störend. Oh, schön ran. Für die, die das noch nicht kennen, könnt ihr euch schon mal Gedanken machen, warum man das so da reinpackt. Wo ich mir vorstellen könnte, was das für ein Vorteil ist. So, fertig. Jetzt machen wir den noch zu. Ich mache mal gerne den ersten hier mit dran. Den Schlauch mit fest. Aber das machen viele anders. So. So kennen das viele von euch, ne? Gut. Wie gesagt, es sind drei C-Schläuche drauf, drei Normschläuche. Packhilfe. Wer da sich Arbeit sparen will, ich fand das eben recht angenehm. Okay, was kann man jetzt machen? Mit den Klappkörben kann man jetzt natürlich in der Einsatzstelle aufmachen, die Schläuche auskippen. Okay. Oder, und jetzt für die, die sich vielleicht darüber Gedanken gemacht haben, man kann damit auch wunderbar eine Seite aufmachen. Das wunderbar muss ich nachher noch rausschneiden. Wenn wir jetzt ein paar Meter Schläuche ziehen müssen, würde ich jetzt mein Kamerapersonal das mal geben und würde ich jetzt loslaufen. Ich sage schon mal tschüss, macht's gut, euer Feuerwilli. Bis dann, tschüss.